Ploy. Please give a warm welcome to Sebastian. Going to start with Sebastian. Also wir starten mit Sebastian. Willkommen, Sebastian. Ryan, thank you for the introduction. Thank Vielen Dank you für die Einleitung. For having me. Vielen Dank, so dass ihr mich hier haben wollt. Ich werde ein bisschen über meine Kunstprojekte reden, aber meist zum größten Teil über die Forschung, die ich gemacht habe als Teil meiner Praxis, vor allen Dingen als Mensch für Menschen, als Softwareerweiterung. Und gegen Ende werde ich ein bisschen drüber nachdenken, warum eine menschliche Software-Extension vielleicht auch neue Möglichkeiten bringen könnte. Und ich werde versuchen, das Ganze ein bisschen positiv enden zu lassen. 2008 kam der Science-Fiction-Film Sleep Dealer, wo die Grenze zwischen Mexiko und den USA ist geschlossen und Immigranten in den USA wurden durch Roboter ersetzt. Die sind aber ferngesteuert durch Menschen in Mexiko. Also sind ihre Körper direkt in ein Netzwerk geschlossen. 2 Jahre später, 2010, hat der CEO von Crowdflower, eine Crowdsourcing-Plattform, Lucas Biewort, über eine ähnliche Situation gesprochen. Vor dem Internet wäre es sehr schwierig gewesen, jemanden zu finden, den für 10 Minuten hinzusetzen und den dann arbeiten zu lassen und den nach 10 Minuten wieder zu feuern. Aber mit Technologie kannst du tatsächlich diese Leute finden, denen diesen winzigen Betrag von Geld zahlen und dann kannst du sie wieder loswerden, wenn du sie nicht mehr brauchst. Das ist keine Science Fiction. Das ist einfach nur das, was heutzutage so passiert. Also Menschen als Softwareerweiterung. Was ist diese Sache? Das würde ich zusammenfassen als Menschen, die Rechensysteme erweitern, indem sie ihre Körper, ihre Sinne oder ihre Erkennungsvermögen geben. Und das sind halt auch vor allen Dingen Körper und Gehirne, die einfach eingeschlossen werden können unter ständigem Druck von da erhältlich zu sein und sich selber zu optimieren. Und diese Softwareerweiterungen sind ein Ergebnis der Megastruktur, die wir das Stack nennen. Das ist eine Totalität des Planeten. Ein planetar großer Computer, der aus einem Stack von Ebenen besteht, von Mineralien bis Datenzentren über Menschen, die in diesem Modell dasselbe sind. In dieser rechnenden Totalität kann alles adressiert und programmiert werden. Der Stack beschreibt aber auch eine neue Geografie, also Google Maps, die Grenzen definiert, oder wie im Sleep Dealer die USA, die eine Mauer bauen, während sie sich immer noch direkt in die Körper von MexikanerInnen einklinken können. In meinem Punkt aus gesehen ist dieses Modell der Totalität aber genauso eine Realität, wie es auch eine Fantasie und eine Machtfanta-Ideologie ist. Das ist der Status von selbstfahrenden Autos jetzt aus der Perspektive von Ford. Ich würde jetzt gerne ein paar Beispiele geben, für was ich meine, für als Menschen, als Software-Erweiterung und was das für Effekte hat auf das Digital Management. Vor ein paar Jahren habe ich an einem Stück gearbeitet, bei dem ich digitaler Kolonialismus angeschaut habe. Da habe ich Googles und Facebooks Ansätze angeschaut, die 2/3 der Weltbevölkerung in ihre Dienste zu integrieren, die noch nicht online sind. Also Google will Ballone verwenden, Facebook will Drohnen verwenden und die wollen dort drüber fliegen, wo die Leute kein Internet haben. Also halt, und die Leute unten werden dann so ins Netzwerk integriert. Das Stück, das sie hier sieht, ist es, wie kann man offline für immer sein? Das ist eine Mischung aus verschiedenen Materialien und Fragen. Und dann gibt es noch eine Schicht Geschichten, die geschrieben wurden aus dem Silicon Valley, aus Sri Lanka, aus Sambia. Alles Orte, die halt wichtig sind für diese Story. Um mit Leuten in Kontakt zu kommen, die in Sri Lanka sind,
habe ich die Crowdsourcing-Plattform Upwork verwendet. Das hat ein ziemlich effizientes Interface, um Leute rund um die Erde anzuheuern. Hier kann man Freelancer nach Preis, nach Fähigkeit und so weiter sortieren und dann jemanden aussuchen, der für den Job passt. Und halt so das Hire-and-Fire-Art, Leute anzustellen, ist halt hier gut ausgearbeitet. Also es ist egal, wo die sind, wo die herkommen, solange sie den Job erledigen. Also sobald die Freelancer in Sri Lanka angefangen haben, habe ich gemerkt, dass es nicht nur einfach war, sondern es war auch irgendwie, es wurde einem leicht gemacht, diese zu überwachen. Man konnte Screenshots haben und hatte so ein wachsendes Log von ihrer Aktivität. Also ich war in einer Situation, wo ich nicht nur ich überwacht wurde durch halt den Staaten oder so, sondern ich musste auch meine Erweiterung managen, also diese Leute, die ich überwachen konnte hier. Also es ist nicht so wie Firmen oder Staaten, die uns überwachen, um sich zu schützen. Also das sind hier alle von uns, die um unseren Platz im Netzwerk kämpfen. Also das hier bin ich und einer meiner Freelancer aus Sri Lanka, die ich dann später mal getroffen hatte. Also wenn wir uns das historisch anschauen, vielleicht 15 oder 20 Jahre zurückgehen, da war Outsourcing übers Internet, das nur große IT-Firmen machen konnten. Also so nach Indien auslagen. Heute ist es billig und einfach und jeder kann das machen. Ein neuer Dienst von Amazon heißt Amazon Key, zeigt diese neue Situation sehr gut. Aber Amazon Key kann man Zugriff, also Eintritt in deine Wohnung jemandem öffnen, also zugeben. Man hat die Kamera und das App und man kann eigentlich die eigentlich normalerweise unsichtbaren Arbeiter, die in die eigene Wohnung kommen, überwachen. Also das hier ist, Outsourcing macht hier nicht Freizeit, sondern es kommt aufgrund der Notwendigkeit. Es wird verkauft, dass die Transformation und Befreiung von dass man gemanagt wird, dazu, dass man auch andere managen kann. Also das heißt, man kann eben diese Leute anstellen, ohne sie je selbst treffen zu müssen. Wir wollen natürlich alle Leute als Software-Extensions verwenden, aber wir müssen dafür auch sie eben halt ihre Performance überwachen. Also, nochmal zusammengefasst. Fabrikarbeiter werden ergänzen Maschinen. Freelance-Workers haben die Fabrik verlassen, aber müssen sich halt anbieten als Erweiterung zu Computer. Also wie zum Beispiel auf der Plattform Upwork. Und Micro-Entrepreneurs müssen halt Jobs erfinden und ihre Kreativität anbieten über diese sogenannten Gigs. Man kann diese Gigs kaufen zu einem Fixpreis auf dieser Plattform wie zum Beispiel Fiverr. Die Fiverr nicht kennen, also zuerst mal ist jeder Gig auf Fiverr war ursprünglich genau $5 und die Plattform hat davon einbehalten. Also vor ein paar Monaten habe ich herausgefunden, wie man alle diese Gigs in Echtzeit von der Plattform abgreifen konnte. Und ich habe jedes Video, das da hochgeladen wurde, runtergeladen. Also durch diese Lücke in ihrer Plattform, also dieser Riss im Lack von dieser Plattform, habe ich diesen geleakten Stream von Videos erstellt. Das habe ich über Tage, Monate gemacht und also so über 100 GB Videomaterial gesammelt und ich habe darin noch irgendwie Mustern gesucht, um diesen Marktplatz zu verstehen, damit ihr so ein bisschen eine Idee habt, was da passiert. Auf der Plattform ist es so, Dog eat Dog, der Beste gewinnt. Also man muss der Beste, der Billigste, der Effizienteste sein. Also man darf, die Software-Extension darf nie schlafen, muss immer arbeiten. Gleichzeitig kämpfen alle gegen den Algorithmus der Plattform,
und viele Gigs auf Seiten 2, 3, 4 und so, die werden nicht so oft gesehen. Also viele Gigs haben unrealistisch kurze Lieferzeiten. Also und da sieht man halt klar, dass diese wohl selber Bots und Templates brauchen und halt diese Kreativität hier wird nur simuliert und das fügt noch mal eine Schicht Mensch-Maschinen-Komplexität hinzu. Also die Leute hier werden wiederum ersetzt durch Automation. Also die verkaufen sich durch halt tiefe Kosten und ein gutes Interface, nämlich Menschen. Im Gegensatz dazu gibt es wieder eine andere Gruppe Leute, die ganz bewusst ihre Körper anbieten, wie Bildschirme sozusagen. Also damit man, hier sieht man die Sichtbarkeit und die Verfügbarkeit der Leute, sieht man oft, dass es exotische Körper gibt. Das geht Hand in Hand mit Gigs, die personalisierten Porn oder erotische Videos oder fetische Videos anbieten. Also nochmal zusammengefasst, eine Software-Erweiterung in einer hyperkompetitiven Plattform zu sein, bedeutet, dass die Survival-Creativity gesteigert wird, also die Überlebenskreativität, mit Sachen einfallen lassen, mit denen man besser überleben kann auf dieser Seite. Und Fiverr mag ein extrem Beispiel sein, aber dieses hat für viele schon eine Realität, ist es für viele schon eine Realität geworden. Und es ist nicht sie und wir sind alle menschliche Softwareerweiterungen. Bis jetzt habe ich es geschafft, über Software zu reden, ohne über KI zu reden. Und das, ich finde, das ist ganz schön cool. Stattdessen habe ich dieses dunkle Bild gezeichnet, einer quasi totalitären Welt, in der Ausbeutung passiert. Und diese quasi künstliche Intelligenz, ja. Vorher habe ich halt gesagt, geredet über Plattformen, die algorithmisch halt irgendwie modulieren und bestimmen, wie Menschen als Softwareerweiterung funktionieren. Und eine große Post-Arbeit-Idee ist, diese ganzen Körper nicht zu benutzen, sondern alle menschlichen Nodes mit AI zu ersetzen. KI. Und ich finde, das ist eine total interessante Grundlage, um über den Arbeitsfetisch der Gesellschaft zu reden. Aber ich glaube auch, dass das nicht, dass das so nett klingt, wie es fehlerhaft ist. Also meine Beobachtung ist diese: AI, künstliche Intelligenz, ist eine Annäherung und Extrapolierung von existenten Dingen und die können auch wahrscheinlich unsere Jobs übernehmen, aber es wird vor allen Dingen benutzt, um Arbeit in kleine Schritte aufzuteilen, die überall 24/7 gemacht werden können. Was wir hier sehen, ist ein Stück namens Segmentation Network. Es spielt 600.000 Segmentationen, also kleine Bereiche, die von Crowdworkers in Microsofts Image Recognition System. Und das sind Fotos, die auf Flickr hochgeladen wurden und die in Machine Learning Training benutzt wurden. Du kannst also so viel automatisieren, wie du willst, aber an irgendeinem Punkt musst du trainieren und irgendwie ja diese Maschinen und Software reparieren. Und ich würde sagen, ja, KI kreiert eine neue Ebene von schlecht bezahlten Maintenance-Work. Und ich sage mal, dass das anders sein muss. Feministische Theorie und so hat dafür viel zu sagen, aber das ist noch ein bisschen anderes Thema, das möchte ich aber gerne hören. Hier ist also ein Beispiel, vielleicht auch eine Lösung. Ende 2011
sharing a studio. Silvia Larusso, a friend and artist. Silvia Larusso, ein Freund und Künstlerin, und wir Screenshots von jedem Capture, das wir lösen müssen, während wir das Netz navigieren, aufgenommen. Über die Jahre haben wir immer wieder bewiesen, dass wir Menschen sind, und sehr viele Captures ausgefüllt. Und dieses Jahr haben wir darüber nachgedacht, wie wir dieses kleine Ding, diese kleinen Dinge, eine Sammlung dieser Dinge in etwas es möglichst Wertvolles machen können. Also wir haben das als diese komplette Sammlung als 5 Leporello-Bücher rausgegeben, und jedes dieser Bücher ist ein Jahr. Und wenn du diese Leporellos auseinander nimmst, sind das 90 Meter, die 5 Jahre Mikroarbeit dokumentieren und die Geschichte von Captures. Und wenn du dir das ansiehst, das ist erstmal eine Technik, um Spam zu vermeiden. Und dann verwandelte sich das in eine Methode, um Hausnummern und Bücher zu erkennen. Und das wird jetzt eine Möglichkeit, um KI-Bildererkennung beizubringen. Wenn wir diese Captures gesammelt haben, Gabriel Lucas Sano eine Class Action Lawsuit, also eine Anklage gegen Google geführt, mit der Anklage, dass Google ein total profitables Business betreibt mit unbezahlter Arbeit, die es unfair von Usern bekommt. Aber der Richter hat gesagt, wenn du nur ein paar Sekunden da verbringst, dann kannst du da nicht wirklich für bezahlt werden. Aber ihr Versuch war trotzdem irgendwie ein Erfolg, würde ich sagen, denn es hat den Beweis erbracht, dass Google einen Prozess perfekt gemacht hat, in dem Arbeit zu nichts verwandelt wird. Also willkommen Postarbeitsgesellschaft. So, wie funktioniert dieser magische Trick? Also wir nehmen einfach ein Stück, das fragmentierst du und fragmentierst du mehr, zum Beispiel aus einer Buchübersetzung, und plötzlich wird dieser kleine Teil gemacht, ohne dass irgendjemand dran gearbeitet hätte. Niemand wurde bezahlt und niemand musste dran arbeiten, und das zeigt, dass diese Magie tatsächlich funktioniert. Es ist sogar Also Google wird halt immer noch gezahlt dafür, dass sie die Arbeit machen, obwohl die Arbeit magischerweise verschwunden ist. Also was ich jetzt vorschlagen will, ist, dass wir diese Mittel der Magie an uns reißen. Also was ist, wenn wir diese Plattform fragmentieren, die uns algorithmisch managen, so dass sie einfach nicht mehr existieren? Also magisch würde ihre Arbeit immer noch erledigt und wir würden das Geld erhalten. Eine wenige magische Version wäre Plattformkooperative. Wenn ihr nicht an Magie glaubt, dann habe ich vielleicht noch 2 weitere Vorschläge, was wir als Software-Erweiterungen machen könnten. Ich werde euch 2 Clips zeigen aus meinem letzten Videostück. Das heißt, ich sage, was auch immer du willst, vor einer Pizza. Die ganze Version könnt ihr online sehen auf dieser Webseite hier. Ich glaube, das wird dann irgendwo hier noch vorgeführt. Also ich zeige euch 2 Stückchen. Es ist ein 12-minütiges Video und also es macht nicht allzu viel Sinn, nur ein kleines Stück anzuschauen, aber ich zeige es jetzt halt, weil ich will euch auf etwas Bestimmtes aufmerksam machen. Das ist aus Sicht eines Cloud-Workers, das Video. Das ist der Protagonist. Ich hoffe auf eine Zukunft, in der Maschinen die ganze Arbeit machen. Aber das ist nicht so geworden. Stattdessen arbeite ich für einen Pizza-Lieferdienst. Brian ist der nächste automatisierte Pizza-Lieferdienst. Hat einen bestimmten Datum. Möchtest du das annehmen oder ablehnen? Oder danke, Papa John, du schöner Mann. Ich nenne dich den Kohlenhydrate-Wichsen. Bitte, ich bin... Unser automatisiertes System ist noch nicht installiert. Das ist eine echte Person, die da schreibt. Ich verdiene nur den Mindestlohn. Bitte schreib mir, ob du eine Pizza willst oder nicht.
So that's the protagonist. To give you some background. Also das ist der Protagonist. Ich gebe euch ein bisschen Hintergrundinformation hier. In 2016 hat Donald Trump ein paar Teenager gemietet über eben Fiverr und eine Teenagerin, und die sollte eine PowerPoint-Präsentation in Prezi umwandeln. Und sie haben diese Make America Great Again Präsentation outgesourced. Irgendwo im Video, unser Protagonist, der nicht nur als Pizza Delivery Boy arbeitet, der arbeitet auch bei Amazons Mechanical Turk Plattform, der Datasets für AI aufbereitet, bekommt diesen Single Boring Teenager als Arbeitskollegen. Auf einem Tag fand ich einen Thread, der von ihr angefangen wurde. Sie schrieb über die politischen Implikationen und die Dinge, die wir machen könnten. Natürlich haben wir auf Mechanical Turk das Datensatz erstellt. Es war traurig zu sehen, wie deprimiert viele von uns eigentlich sind. Wir haben 500 Leute gefragt, einen Fragebogen zu Depression auszufüllen. Aus diesen 170 waren 70 litten an Depression. Der Depressionsfilter wandelt Fotos in Schwarz-Weiß um und macht einen hohen Kontrast. Sie hat noch auch etwas anderes hingewiesen. Sie konnte diese Mechanismen manipulieren, unsere Datensätze, unsere Maschinen und die Gesellschaft und dich, die Zukunft. Wir haben angefangen, uns zu organisieren, und wir haben rumexperimentiert. Wir waren uns nicht ganz einig, ob das nur zur Belustigung ist oder haben wir ein geteiltes politisches Ziel. Auf jeden Fall müssen diese Dinge im Geheim passieren, sonst wird es ja nicht funktionieren. Wir haben Google beigebracht, ein Bild von einer von einem Stück Gemüse als jemands Gesicht zu erkennen. Das war unser Proof of Concept. Also wenn wir unsere Software mit unserem Geist und unseren Körpern ausweiten, dann fassen wir auch in die Software hinein. Wir werden Teil der Software. Und dann können wir diese Systeme anfangen zu manipulieren. Und diese Systeme werden gebraucht, um andere zu managen. Und wenn wir mal da drin sind, können wir neue, ineffiziente, komische Software machen aus dem Innern raus. Es kann lustig sein, da irgendwie Easter Eggs zu hinterlassen, einfach damit andere merken, da stecken wirkliche Leute hinter diesen Systemen. Das bringt mich zu meinem dritten und letzten Gedanken, wieso eine Software-Erweiterung zu sein auch positive Aspekte hat. Ich werde über Mark Zuckerberg sprechen, und also neben dem sehe ich ja aus wie ein Idiot. Eine Software-Extension zu sein, gibt einem auch irgendwie eine neue Ästhetik, und man könnte ihn den Vater aller Kameras nennen. Hier zeigt Zuckerberg Facebooks Virtual Reality, indem er Puerto Rico nach einem Hurricane besucht. Wieso zeige ich euch das? Also im Gegensatz zu was er eigentlich haben wollte, also ist Zuckerberg hier eine krude Abstraktion seiner selbst, wurde in eine Software-Erweiterung getan, und er distanziert und disassoziiert sich so von der echten Welt. Und das mag ich. Und ich denke, ihr seid hier auch einverstanden mit mir. Software ist nicht perfekt und voller Fehler. Also da gibt es Glitches, Fehler. Und bleibt oft stecken in einer Endlosschlaufe. Also der Mensch als Software-Extension anzunehmen,
kann uns auch davor schützen, dass wir eine Version von uns werden müssen, die immer perfekt funktioniert, die ganze Zeit ansprechbar zu sein, uns selber updaten zu müssen, programmierbar zu sein, das, was es halt heißt, eine Software-Extension zu sein. Wir können das Software-Extension sein auch als Maske sehen, hinter der wir uns verstecken können. Vielen Dank. Danke. Thank you, Sebastian, indeed, for making a bleak future look a little bit more bright. I think we have about 5 minutes for very short Q&K. Otherwise, you said you have a Twitter account and you can also meet Sebastian next. Jetzt machen wir Fragen. Sind da Fragen vom Signal Engel? Keine. Dann einfach mehr Applaus.